50 Grappen? Boah, ja, 10 Jahre. 50-60 Grappen. Ja. Ich hätte 30% gesagt, bin ich auch bei dort. Ja, wir haben noch etwa 80-90 Grappen. Es ist allgemein bekannt, dass Bauern in der Schweiz eigentlich ziemlich, sag mal, am Ende der Nahrungskette sind und eben ziemlich wenig Gewinn machen. Ja. Ja, also wenn man die Arbeit nimmt, was der Bauer macht, finde ich, ist das nicht verhältnismäßig. Der Bauer sollte mehr verdienen, in meinen Augen. Es steht kein Verhältnis, ist klar. Was sagst du dazu, wenn ich das sage, dass das verhältnismäßig noch relativ fair ist im Gegensatz zu anderen Lebensmitteln? Krass. Das sagt in meinen Augen zwei Sachen. Aus Punkt 1 ist, dass ich mich überhaupt nicht informiert fühle, was das anbelangt. Und das Zweite ist, ich finde es trotzdem nicht fair. Also ich meine, die grosse Arbeit ist ja dort, wo man es pflegt, gönnt, setzt und bewirtschaftet, finde ich. Nice. Das ist, wenn man dringend ändern. Gut, man müsste direkt einkaufen mit dem Bauern, so wie wir es eigentlich machen. Das ist eben das, was es ausmacht, glaube ich.